Da ist der Radfratztrainer. Gönnt euch der Radfratztrainer. Der Eletec-Trainer. Die gammeln halt wirklich überall. Kann man da auch irgendwie Sonderbonbons farmen? Gibt's die irgendwo? Ich glaube, ich wäre ein Pachirisu-Trainer mit einem Shiny hoffentlich. The fuck? The fuck, Junge? Ja, moin! Was geht? Pokémon, in das ich reinflieg. Und es ist halt einfach ein fucking Lavados. Guter Ball, Ultra, guter Ball. Kann das fliehen? Das kann locker fliehen. Oder? Schreibt mal, ob das fliehen kann. Ich glaube, die in der Luft können fliehen. Ey, das ist doch abnormal gerade. Kann das fliehen? Ich weiß es nicht, ob das fliehen kann. Ich habe Angst. Aber das sah aus, als ob das gerade seine... Mit Pokéball wird das nichts. Ich habe die in der Höhle auch mit Pokéball gefangen. Aber ich glaube, du hast recht. Ich glaube, es wäre wirklich klüger, auf Hyperbälle umzusteigen. Ich habe eh schon eins im Pokéball. Ich brauche nicht alle im Pokéball. Ich hab eh Angst, dass es flieht. Ich kann nicht so hoch werfen, lol. Die auch in der freien Luftbahn gelten, weiß ich nicht. Hm. Ah, das wäre ein... Wär locker ein guter Wurf gewesen. Ich komm nicht so hoch. Ah, das ist genauso wie damals in der Höhle. Lavados war für mich das Schwierigste von allen. Oh mein Gott. Katsching! Haha! Nice, ich hab zwei Lavados. Ist das... Wie viel Glück muss man haben? Jedes Mal, ne? Ich habe jetzt zweimal Pokémon gestreamt. Das erste Mal fliegt mir ein random Shiny vorbei und jetzt fliege ich in ein random Lavados rein. Ich glaube, ich habe den anderen Stream ja auch noch. Ich glaube, die zwei Sachen, die hebe ich mir auf. Die speichere ich als Highlight. Das ist ja... Das war zwar nur ein Level 24er Lavados, was irgendwie mega merkwürdig ist, aber... Der fliegt einfach ein Level 24er Lavados vorbei. So trallilallila. Ich drehe hier nur meine Runden, ignoriere mich einfach. Oh boy. Was für ein Scheiß. Jetzt stellt euch mal vor, das wäre noch shiny gewesen. Das wäre aber auch zu viel gewesen, glaube ich. Aber trotzdem krass.
Du brauchst von Glück nichts sagen. Mein First Encounter mit Mewtwo war ein Shiny. Wirklich? Boah, das muss auch krass gewesen sein. Ich habe das erste Mal ja beim Mewtwo verkackt, es zu besiegen. Im Zeitlimit. Weil, naja, ich habe kein Level 70er Pokémon. Krieg das dann erstmal hin. Vor allen Dingen, das Ding kann ja auch noch Genesung. Dementsprechend, wenn mein erstes ein Shiny gewesen wäre, ich hätte mich so aufgeregt. Dafür ging dann auch mein Meisterball drauf. Verständlich.